nochmal der Hinweis auf recenter.com. Die Story Jürgen Elsässers Wandlung vom führenden Antideutschen zum neurechten Eurasier. Also hier geht es um sein Buch Braunbuch DVU, das ist aus den 90er Jahren. Also heute mit 57 Jahren spricht er leidenschaftlich bei Veranstaltungen der AfD über die Intoleranz der US-gesteuerten Antifa, über die fehlende Souveränität Deutschlands und über die EU, DSSR. Seine Mission, den Pro-Russland-Kurs der Partei zu fördern, der in letzter Zeit ins Wanken geriet, möglichst viel Druck auf die Parteispitze aufzubauen, die inzwischen zweimal im Europaparlament gegen Russlands Interessen abstimmte. Also, hier geht es um Russlands Interessen. Natürlich möchte ich das nicht unkommentiert stehen lassen. Mit 38 Jahren sang Elsässer noch das Loblied auf die Fremdherrschaft über Deutschland, hoffte, dass die britischen Konservativen mit einem starken Militär immer zur Stelle sein werden, um ein wiedervereinigtes Deutschland in Schach zu halten. Er sympathisierte mit Bomber Harris und war dermaßen straff kommunistisch, dass ihm selbst die ganzen anderen Linken in Deutschland nicht hart genug schienen. Ihm war auch die DDR nicht antideutsch genug. Diese Schwäche der Linken, diese mangelnde antideutsche Gesinnung, die bereits in der DDR vorgeherrscht hätte, würde laut Elsässers Befürchtungen aus den 1990er Jahren unweigerlich dazu führen, dass sich eine neue bürgerliche Partei rechts von der CDU etablieren könne, die sogar in einer Querfrontstrategie auch so manche linke Wähler für sich begeistert. Also ist mit der Gründung und den Wahlerfolgen der AfD eigentlich Elsässers Horrorvision eingetreten. Wenn da nicht aber der starke pro-russische, eurasische Kurs in der Parteibasis wäre. Viele Konservative interessieren sich heute nicht für die sogenannten Jugendsünden oder alten Meinungen des Kompaktchefredakteurs, obwohl er mit 38 für Jugendsünden wohl zu alt war. Und diejenigen, die sagen, das interessiert mich gar nicht, machen sich erst gar nicht die Mühe, die alten Texte hervorzukramen. Eines seiner Hauptanliegen ist natürlich die Forderung nach einer Abkehr Deutschlands von der transatlantischen Orientierung und die Eröffnung einer eurasischen Perspektive, etwa in Form einer Achse Paris-Berlin-Moskau. Der Leiter der vielen vernetzten eurasischen Gruppen ist der russische Politprofessor, Okkultist und Faschist Alexander Dugin, der auch schon in Elsässers Zeitung Kompakt interviewt wurde. Für Dugin ist die sogenannte Neue Rechte in Europa ein Projekt unter russischer Leitung. In dem Buch Foundations of Geopolitics erklärt Dugin, wie weit man gehen müsse, um die Idee von Eurasien zu verwirklichen. Ein Vorschlag ist es, den Deutschen die Rückgabe der Ostgebiete anzubieten. Außerdem könnten Russland und Deutschland Territorien wie etwa Polen untereinander aufteilen. Daran geilen sich natürlich deutsche Faschisten, aber auch natürlich dann Konservative, so manche auf. Allerdings ist das nur eine Falle. Alle solche Deals mit europäischen Nationen wie Deutschland wären nur temporär. Das Endziel sei die Finnlandisierung von ganz Europa, also die Kontrolle von Moskau über ganz Europa. Dugin will das russische, eurasische Großreich. Für souveräne Staaten in Europa ist da kein Platz. Die antideutsche Zielsetzung wäre dann also erreicht. Deutschland nicht mehr existent. Dann geht es um das sogenannte Braunbuch DVU aus 1998. Elsässer ist mit 40 Jahren schon viel zu alt für Jugendsünden. Sein Buch erscheint mit dem Vorwort von Jürgen Trittin. Die DVU war damals keine bürgerlich seriös, hochseriös auftretende Partei, die die Massen ansprach, im Gegensatz zu den heutigen neurechten Parteien wie die AfD oder die französische Front National oder die österreichische FPÖ, die darüber hinaus heute alle einen stark pro-russischen, eurasischen Kurs haben. Die DVU war antikommunistisch, antirussisch, antisowjetisch und so weit rechts, wie damals gerade noch erlaubt war. Und Elsässer war entsetzt. Also er analysierte nicht nur die Ideologie der DVU, sondern psychoanalysiert gar deren Vertreter und Wähler. Also was für Frauenschläge und Verrückte da drin gewesen seien. Der glühende Kommunist Elsässer vermeidet es natürlich tunlichst, auch große rote Säulenheilige wie Karl Marx zu psychoanalysieren. Also Karl Marx, der seine Familie tyrannisiert hatte, dem die Kinder verhungert sind und Kinder Selbstmord begangen haben und der sich aushalten ließ von einem reichen Typen und ansonsten nichts gearbeitet hat. Und dann meinte Jürgen Elsässer, Hitler wäre in jedem anderen Land ein Hinterhofclown geblieben. Warum psychoanalysiert Elsässer aber nicht gleich noch das russische Volk, das im 20. Jahrhundert jedes Maß an Tyrannei mittrug und ertrug?
Und diese Ausrede der, oh, die Faschisten betrogen und die Nazis, das rechtfertigt nicht die russische Tyrannei, wo das russische Volk mitgemacht hat. Über 100 Jahre. Oder, ja, inzwischen insgesamt 100 Jahre. Warum ist der psychopathische Josef Stalin denn kein Hinterhofclown geblieben in Russland? Warum machte das chinesische Volk den Personenkult um den verrückten Guerilla-Anführer Mao mit und erhob sich sogar dann nicht, als 40 Millionen Arbeiter und Bauern in einem Zeitraum von nur 4 Jahren von den Sozialisten zu Tode geschunden wurden? Woher kam dieser Anti-Deutschland-Fimmel von Elsässer? Und warum preist er heute noch Genosse Mao und dessen Armee, die heutige chinesische Armee? Warum preist er heute noch Guevara oder beziehungsweise Castro? Warum psychoanalysiert er nicht diese Diktatoren? Dann, selbst die SED-Führung in der DDR hätte die Chance verpasst, laut Elsässer in den 90er Jahren, entschieden genug den Ostdeutschen das Deutschsein auszutreiben. Ah, die DDR versuchte sich sogar als der deutschere Staat zu profilieren, jammerte Elsässer. Selbst Bismarck wurde in der DDR propagandistisch abgefeiert. Heute wird Bismarck in Elsässers Kompaktmagazin abgefeiert, sowie in der AfD. Der AfD-Politiker und Russlandfreund Alexander Gauland, der bei Elsässers nächster Souveränitäts- und Friedenskonferenz auftreten wird, veröffentlichte gar ein Parteipapier, das eine Rückbesinnung auf bismarcksche Geheimdiplomatie mit Moskau beschwört. 1998 war aber die Symbiose aus Sozialismus und Preußentum noch das große Feindbild von Elsässer. Die DVU-Partei, diese rechte Partei damals, erklärte, wir haben uns eigentlich nur gegründet wegen der Kapitulationspolitik der BRD-Regierung gegenüber dem Osten, insbesondere die Verträge von Moskau und Warschau. Und dann natürlich der Umschwung, die deutschen Rechten nach 1990 orientieren sich an den Russen, laufen zu den Russen über. Und die Anbandelung der europäischen Rechten, die Anbandlung der europäischen Rechten mit den rechten russischen Kräften, wie sie heute von Elsässer wohlwollend behandelt wird, war 98 für ihn noch eine Katastrophe. Der DVU-Vorsitzende Frei hatte sich sogar mit Wladimir Schirinowski kurzgeschlossen. Mit Slogans wie Deutsche und Russen, Freunde für immer. Die Festung weißes Europa steht oder fällt mit unseren beiden Völkern, um Gottes Willen. Schirinowski befürwortete gar eine gemeinsame deutsch-russische Grenze, also eine Aufteilung von Polen und anderen Gebieten. Aber auch Schirinowski wollte die Deutschen bloß in eine Falle locken. Später forderte Schirinowski Flächenbombardierungen und die Auslöschung der kleinen Zwergenstaaten Europas. Auch höchst verdächtig für den Elsässer im Jahr 1998 die Kontakte der DVU zum französischen Faschistenführer Jean-Marie Le Pen und dessen Front National. Dessen Tochter hat die ultrarechte Clique inzwischen zu einer seriösen Partei der neuen Rechten verwandelt. Und die Partei ist jetzt begeistert von Putin. Elsässer ist inzwischen auch begeistert von der Front National. 1998 vereinbarte die DVU und Le Pens Front National noch eine enge Zusammenarbeit gegen die neue Weltordnung. Elsässer war entsetzt. Ja. Dann geht es hier noch um die Operation Zarathustra, also die Linken. Die Linken machen False Flags, antisemitische Schmierereien, um dann natürlich dann der Propaganda Westdeutschland als die Brutstätte des Antisemitismus zu präsentieren. Einfach damit die Linken sich hier aufspielen können als Beschützer. Die Linken mussten künstlich nachhelfen, um überhaupt als antifaschistische Judenbeschützer eine Daseinsberechtigung behaupten zu können. Elsässer spulte in den 90ern noch das typische Programm herunter und beklagte die Judenfeindlichkeit in Deutschland und so weiter. Und dann noch Sex und Politik. Er predigte die Arbeit von Wilhelm Reich, eine Kombination aus Marxismus und Psychoanalyse.
Man konzentrierte sich auf die Unterdrückung der kindlichen Sexualität in der deutschen klassischen Erziehung. Die Kombination aus Verdrängung kindlicher Sexualität und ungelöster Mutterbindung stünde in einem engen kausalen Verhältnis mit Nationalismus. Die frühkindlichen Deformationen sind undenkbar ohne die Kleinfamilie, die ihrerseits ein Produkt der modernen Industriegesellschaft ist. Natürlich veranstaltet Elsässer heutzutage Familienkonferenzen, verteidigt die Kleinfamilie und schimpft auf die Frühsexualisierung von Kindern in Europa. Wenn der, Zitat, genitale Lustgewinn des Kindes unterdrückt wird, Zitat Ende, so Elsässer im Jahr 98, so führe dies später zu verstärkten, typisch deutschen Eigenschaften wie Sauberkeit, Geiz, Pünktlichkeit und Ordnungswahn. Ein, Zitat, untrügliches Anzeichen für autoritäre Charaktere, Zitat Ende. Die Ossis hatten mehr Orgasmen und nach der Wende hatten die Ossis dann weniger Orgasmen. Heute verteidigt Elsässer die repressive Schwulenpolitik in Russland, die da stattfindet unter der Tarnung des Jugendschutzes. Und dann gab es diese Querfront der damaligen PDS-Vorsitzenden Christine Ostrowski. Diese hatte es gewagt, für eine Querfront aus Linken und Rechten gegen das System zu werben. Elsässer war entsetzt. Später wurde er natürlich zu dem Querfrontler, der heutigen Zeit. Annie, go home!